Hallo und herzlich willkommen zu Motivationsmittwoch. Am Mittwoch kommt ein Motivationsvideo von mir. Und was ist überhaupt Motivation? Erstmal, es gibt einige Arten der Motivation. Die eine ist, wenn du angeschrien wirst und let's go. Und das machen wir mal hier nicht. Sondern ich werde dir meine Story erzählen. Ich werde dir Geschichten aus meinem Leben erzählen. Ich werde dir Geschichten von meinen Studenten erzählen, so dass du daraus nicht nur lernen kannst, sondern auch motiviert wirst, dich zu bewegen, dich zu verändern. Denn das Einzige, was eine Garantie ist, dass dein Leben nicht besser wird, ist, wenn du nichts tust, wenn du dich nicht veränderst. Wir müssen uns verändern, wenn wir andere Ergebnisse erzielen wollen. Okay? Also wenn du mehr im Leben haben willst, dann musst du etwas ändern. Denn wenn du so weitermachst wie bis jetzt, wirst du höchstwahrscheinlich weniger bekommen, wie du bis jetzt bekommen hast. Warum? Weil die anderen schlafen einfach nicht. Es wird in bestimmten Bereichen ja immer einfacher, wenn du bereit bist, viel zu tun. Aber in den meisten Bereichen ist es immer schwieriger, Geld zu verdienen. Bedeutet, du musst mehr tun. Wenn du aber bereit bist, alles zu geben, dann hast du es sehr, sehr viel einfacher, wie, sagen wir mal, die neue Generation, die einfach viel haben will und teilweise nichts abliefern möchte. Okay? Und heute habe ich dir eine Geschichte mitgebracht aus meinem Leben. Und die Geschichte hat etwas damit zu tun, jetzt muss ich mal irgendwo hier anhalten, sonst wird es schwierig, mit diesem Umschlag. Ja, du hast es gesehen, ganz kurz, es ist einfach nur, ich halte hier irgendwo an, dann kann ich auch mal ein bisschen mehr mit dir zeigen. Aber was denkst du, was ist dieser Umschlag wert? So, also für mich ist dieser Umschlag 10 Millionen wert. Nachweislich 1 Million. Ja, jetzt fragen Sie sich natürlich, was drin ist. Jetzt muss ich hier einen Parkplatz suchen, habe auch gewendet. Da dauert meine Fahrt heute doch ein bisschen länger. Ich habe mir übrigens auch vorgenommen, dieses Mal keine Roomtour zu machen und unser privates Leben einfach zu wahren. Einfach da ein bisschen einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, da wo wir leben, das ist privat, das ist intim, das muss nicht auf YouTube. Schon genug, dass kleine Ausschnitte daraus gesehen werden mit den Kindern und was wir so mit denen machen. Also das ist schon privat genug, was wir nach außen zeigen. Es wird keine Roomtour geben. Ich denke auch von den nächsten Willen nicht. Also je nachdem, in welche wir von den zwei leben werden. Aber kommen wir mal zu dem Umschlag. Das ist ein Umschlag, da siehst du eine Visitenkarte, eine Ferrari-Visitenkarte. Da siehst du ein Blatt Papier, aber auf die andere Seite siehst du einen 10-Euro-Schein, wo ich 1 Mio draufgeschrieben habe. Deswegen habe ich gesagt, nachweislich 1 Mio. Ich habe mal ein Buch gelesen, ich habe leider vergessen welches. Ich habe sehr viel gelesen in meinem Leben. Nicht, wo ich Schüler war, sondern erst später. Und hier auf diesem Zettel, da kann ich noch nicht mal alles erkennen, was da drauf steht. Ja, weil das Ding hier ist 10 Jahre alt. Ja, ich sag dir das Datum ganz genau. Ich muss das hier rauskriegen. Ja. Das wird schwierig mit der Hand anzufassen. Sonst. So, das ist das Ding hier. Dieser Zettel hier ist aus dem 19.03.2012. Ich weiß nicht, ob du das erkennst. Da habe ich es geschrieben. Und als allerletztes, das war ja in meinem Portemonnaie, da steht, hier fühlt sich Geld wohl. Duisburg, 19.03.2012. Und damals hatte ich natürlich Schulden in Höhe von 170.000 Euro. Ja, und das war für mich damals so gut wie unmöglich. Deswegen habe ich auch einen 10er genommen und nicht irgendwie 100er, weil 100er war auch Mangelware und da habe ich einfach einen 10er genommen und 1 Mio draus gemacht. Ja.
So, natürlich hätte ich im Nachhinein jetzt gesehen auch 10 Mio draufschreiben können, aber damals habe ich es einfach nicht geglaubt. Ja, ich habe nicht geglaubt, dass ich das mit der Mio war schon so eine Sache. Also wenn du sowas machst, wenn du dir solche Ziele setzt, dann soll das einerseits realistisch sein, aber andererseits dir auch schon ein bisschen Angst machen. Mit minus 170.000, die Million hat mir auf jeden Fall Angst gemacht. Ja. Und ich habe aber daran geglaubt. Und das ist, glaube ich, eins der wichtigsten Sachen, dass du, wenn du sowas machst, wenn du dir das ab und zu anguckst, durchliest, wenn du visualisierst, ja, um auf das Mentale einzugehen, ist es ganz, ganz wichtig, dass du daran glaubst. Weil wenn du die ganze Zeit das machst, auf gar keinen Fall, wenn du dich selbst auslachst, dann wird dir das nichts bringen, okay? Heißt, du musst daran glauben. Und wann habe ich die 1 Million verdient? Erstmal 2013, ein Jahr später, war ich schuldenfrei. September, glaube ich. September. Also ich habe es mir vorgenommen zu meinem Geburtstag im Oktober. Im September habe ich es geschafft, schuldenfrei zu sein. Das heißt, die 170.000 Euro Schulden waren weg. Ich war bei null. Keiner wollte irgendwas von mir haben und hatte noch ein bisschen Geld auf meinem Trading-Konto und ein bisschen was zum Leben. Okay? Ende 2013. 2014 habe ich so um die 100.000-150.000 Euro verdient. Das war, also war ich schon mal im Plus. 2015 habe ich 1 Million verdient. Da haben wir es. 3 Jahre hat es gedauert, aus 10 Euro 1 Million zu machen. Und jetzt habe ich es beim Umzug gefunden. Und es ist einfach nur ein geiles Gefühl zu sehen, wie es damals war. Vielleicht mache ich dasselbe jetzt mit 1 Milliarde. Ist genauso unerreichbar wie damals die Million für mich. Aber eins sollst du aus diesem Video lernen. Alles ist möglich. Okay, wenn du jetzt irgendwo bei Minus bist und so einen 10-Euro-Schein hast, den du bereit bist zu bemalen, daraus eine Mio zu machen, ja, dann es steht irgendwo. Dann schreibst du dir noch so einen Zettel voller geilen, powervollen Glaubenssätze. Und am Ende steht halt, hier fühlt sich Geld wohl und das tut es immer noch. Und wie gesagt, 3 Jahre später, am Ende 2015, habe ich nur 2015 eine Million Euro verdient. Wie geil ist das denn? Funktioniert es garantiert? Ich kann es dir nicht versprechen, aber es gibt viele, die es genauso gemacht haben, ja, mit diesem Schein. Ich glaube, ich habe das im Film The Secrets gesehen, ja. Und also bei mir hat es auch funktioniert. Bei dir kann es auch funktionieren. Eins kann ich dir aber sagen. Es ist nicht einfach nur, ja, ich male das jetzt drauf und mache genauso wie jetzt weiter. Nein, du musst, wenn du Chancen bekommst, wenn du etwas siehst, wenn du etwas spürst, wenn du etwas riechst, musst du auch anders handeln. Du musst bereit sein, etwas anders zu tun, als du bis jetzt getan hast. Denn wenn du nichts änderst, wird sich auch nichts ändern. Wie gesagt, höchstwahrscheinlich, es gibt kein, ich halte diesen Standard, ich bleibe genauso. Das gibt es nicht. Ja, es gibt nur, wenn ich nichts ändere, es geht runter und nicht hoch. Ja, es gibt keinen Stillstand. Okay, Stillstand existiert nicht. Ganz, ganz wichtig. Also, lerne daraus. Wenn du dich entscheidest, dieses Werkzeug zu nutzen, nutze es weise und glaube daran, dass es möglich ist. Und dann fängst du an, ganz andere Sachen zu sehen, ganz andere Möglichkeiten zu sehen. Und dann ist es wichtig, wenn du diese Möglichkeit siehst, auch zu handeln. Als ich damals die Börse entdeckt habe für mich, du glaubst gar nicht, wie hungrig ich war. Ich war Millionär, aber ich war richtig hungrig. Ich dachte mir, oh Gott, ich werde jetzt hier 1 Million am Tag verdienen, ja, bei diesen Möglichkeiten. Und ja, bei der Million bin ich nicht gelandet, aber ein paar zigtausend oder 100.000 an einem einzigen Tag, ja, vielleicht kommt auch die Million an einem einzigen Tag. Es ist nur wichtig, einmal aus diesem Kreislauf rauszukommen, aus diesem, ich arbeite mich krumm und es passiert nichts. Auf meinen Konten passiert einfach nichts. Es gibt keine Entwicklung, es gibt keinen Fortschritt. Und das passiert an der Börse schneller wie überall woanders. Natürlich, wenn du ein eigenes Unternehmen hast, kannst du auch da drin investieren, wenn du extrem gut da drin bist.
Ja, wenn du ganz genau weißt, was du da tust. Die beste Investition bleibt aber immer in dich selbst. Investiere in dich selbst, bilde dich weiter, schaue, dass du vorankommst, schaue, dass du mit den Sachen arbeitest, die du jetzt hast. Denn ich habe dir das Beispiel gemacht, ich habe damals 170.000 Euro Schulden und ich habe es trotzdem geschafft, mit 10 Euro eine Million zu machen. Ja, und dasselbe kannst du auch. Ob du dann genauso handeln wirst, wie ich gehandelt habe, das bezweifle ich. Aber vielleicht handelst du besser, vielleicht handelst du sogar schneller. Eine Sache hat mich auf diesem Weg begleitet und da muss ich eigentlich ein einzelnes Motivationsvideo daraus machen. Und das war schnelle Entscheidungen treffen. Das ist so ein powervolles Werkzeug. Wenn du ein Video darüber haben willst, dann schreib mir das in den Kommentaren. Wenn du das für Bullshit hältst mit den 10 Euro, schreib mir das in den Kommentaren. Wie gesagt, bei mir hat es funktioniert. Ich halte es nicht für Bullshit. Ich glaube daran. Und ja, schreib mir auch in den Kommentaren, was du gern wissen wollen würdest für die nächsten Videos, irgendwelche Fragen. Ja, und ich bin dabei. Ich mache meine Videos. Ich gebe dir den Mehrwert. Ich gebe dir meine Erfahrungen weiter. Die Frage ist, machst du was daraus? Setzt du es um? Ja? Also wenn du das umgesetzt hast, ich meine, billiger geht's nicht. Mit 10 Euro zur Million. Wenn du das umgesetzt hast, schreib mir das auch in den Kommentaren. Und natürlich, wenn du dieses Video, wenn du mich zum ersten Mal siehst, dann immer einen Daumen hoch, abonnieren, die Glocke aktivieren und wir sehen uns im nächsten Video. Und jetzt muss ich was holen. Bis dann.